Unterland gegen Oberland, Ressmann versus Lampert, EHC Lustenau gegen VEU Feldkirch. Kurz gesagt, das Derby des Westens in der Alps Hockey League. Vor vollen Zuschauerrängen entwickelt sich das Spiel bald zu einem schnellen und sehenswerten Showdown. Die VEU reißt das Geschehen von Beginn weg an sich, die erste Top-Chance haben aber die Löwen. Weites Zuspiel auf Jan Stasny, perfekter Assist für den heraneilenden Philipp Winzig, der schnelle Führungstreffer gelingt aber nicht. Ganz anders in Richtung Südchaos. 12. Minute, der EHC in Unterzahl, die Oberländer drücken an, Stanley, Witting, Puschnik und wieder Stanley und der Hartgummi ist im linken Kreuzeck. 0:1 für Feldkirch aus einem unmöglichen Winkel. Tolles VEU-Kombinationsspiel dann gegen Ende des ersten Drittels, aber Keeper Rämö und die Lustenauer Hintermannschaft aufmerksam. Zu Beginn des Mitteldrittels haben die Lustenauer einen energischen Vorwärtsgang eingelegt. Preuß wird hinter dem Tor von Auer hart gecheckt. Stasny versucht den Wraparound, der VEU-Hüter krallt sich den Puck, DeSantis schlägt ihm auf den Handschuh und dann lässt Kaffi den Heißblütigen heraus. Der EHC im eigenen Defensivdrittel dann wieder in Unterzahl, Puschnik auf Stanley und Majric brennt das Ding ohne die leiseste Bedrängnis in Rämös Maschen. 0:2 in Minute 24. Gleich darauf bringen die Löwen mit einer Doppelchance den Anschlusstreffer auf Messerschneide. Philipp Winzig scheitert am Goalie und Jan Stasny verfehlt das gegnerische Gehäuse nur um wenige Zentimeter. Aber mit der Minute 29 kommt der Moment der Hausherren. Malgin legt kurz ab, Auer, immer noch Auer, versucht selbst und der sitzt. Was für ein Kracher! Der EHC verkürzt auf 1:2. Nur eine Minute später muss sich Grasböck abkühlen und der Torjubel vom Anschlusstreffer ist noch nicht verstummt. Da beißen die Löwen abermals zu. Kočera hat links viel Platz und Zeit, um den Mann zu suchen. Der Pass kommt auf Putnik und der netzt mühelos in einen weit offenen Kasten ein. Die Lustenauer rehabilitieren sich innerhalb von 2 Minuten komplett. Ganz offensichtlich sehr zum Unmut der Feldkircher Fans. Stadionsprecher Stadlober hat den Ausgleich noch nicht fertig verkündigt. Da bringt Winzig die Löwen nach herrlichem Zuspiel von Wilfan beinahe in Führung. Die Teams schenken sich im Ländle-Derby keinen Quadratmillimeter Eisfläche, wie Samarčić und Malgin in dieser Szene beweisen. Und wenn die Löwen einmal in Fahrt sind, sind sie nur schwer zu bremsen, wie Kaffi hier von Putnik lernen muss. Dann heißt das Duell Dietze Winzig gegen Rämö, aber der EHC-Keeper macht dicht und bleibt Sieger. Damit ist das Derby in der Rheinhalle nach 2 Dritteln weiterhin offen. Letzter und entscheidender Spielabschnitt. Sticher Lux Turdina nur 3 Minuten nach Anpfiff den Puck ab. Und Grasböck beschleunigt die Scheibe zu einem schwarzen Strich ins EHC-Tor. 2:3, die erneute Führung für die Oberländer. Und die Minute 43 hat es für die VEU doppelt in sich. Burnstill täuscht an. Pass aus der Drehung, Puschnik verlängert und Dylan Stanley mit seinem Doppelpack. Neuer Spielstand 2:4. Die Lampert-Truppe weiterhin furios. Wiedmeier zupft die Scheibe aus dem Gestocher, bedient Tikkinen und der mimt mit seinem Hammer den Blue Liner. Ein schmerzhafter 5. Gegentreffer für den EHC in Minute 47. Doch die Löwen beweisen trotz des hohen Rückstands Kampfgeist. Das Feldkircher Alu macht Bekanntschaft mit der Schusskraft von Hrdina. Und DeSantis mit dem Antritt, doch der VEU-Goalie lässt sich nicht narren. Kaffi dann einmal mehr verärgert, weil Philipp Winzig nachhakt. Gut, dass Zwillingsbruder Diethard dazwischen geht. Leidenschaft, Tore, Emotionen. Ein originales Ländle-Derby beim EHC Lustenau endet mit einem 2:5 für die VEU Feldkirch. Ich denke, ein super Spiel. Wie gesagt, natürlich, wenn du gewinnst, ist immer die größere Freude. Aber Lustenau, glaube ich, eine gute Leistung zeigt. Und am Schluss ist es wahrscheinlich zu deutlich ausgegangen. Ja, natürlich, ist eine Enttäuschung. Es ist ein Derby verloren. Ist jeder total enttäuscht. Jeder krantig. Das ist ganz normal. Ja.